Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position. Wir starten jetzt. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Wie man vielleicht im Intro erkannt hat, bin ich trotz positiver Corona-Testungen doch ganz gut gelaunt aktuell. Und ich muss mich erstmal bei euch entschuldigen. Ich habe jetzt vorgestern einen Community-Beitrag gestaltet, in dem ich ganz groß angekündigt habe, dass der liebe Onkel für euch wieder einen Ordner zusammen bastelt und habe euch sogar gefragt, was ihr euch so vorstellt, und es sind auch Vorstellungen eingegangen. Und dann ist mir aber aufgefallen, Scheißdreck, ich habe nicht nur erst vor kurzem ungefähr 3 Ordner in 2 Videos vorgestellt, nein, ich habe eigentlich mir vorgenommen gehabt, zwischenreihen nochmal das Video zu hauen, das wir jetzt anstelle des Ordners machen, nämlich mal wieder ein paar Minuten durch die Sammlung zu gehen. Und natürlich wollte ich noch Toon Chaos besprechen. Das sollte auch noch davor kommen, bevor ich mal wieder irgendwann ein Video mache, wo ich einen Ordner vorstelle. Das Toon Chaos Video wird ein bisschen aufwendiger, deswegen kommt das jetzt nach diesem hier. Und davor kommt auch noch eine Sammlungsvorstellung und vielleicht sogar noch eine Folge Neuzugänge. Da muss ich nochmal mit dem Antoine reden, wann der mir gedenkt, die Karten zu senden. Wird auch eine coole Sache an der Stelle, aber da will ich noch nicht zu viel verraten. Und ja, wir gucken heute mal ein bisschen durch die Sammlung. Ich habe mir jetzt 2 Boxen rausgesucht. Ich hoffe, dass wir die Boxen noch nicht hatten. Es ist auch so, dass durch die Tatsache, dass ich meine Karten immer mal wieder selber ein bisschen angucke, natürlich die Karten noch ein bisschen durcheinander geraten. Und ich hoffe natürlich, dass ich keine Bulkbox erwischt habe. Denn sonst wird es unter diesen ganzen High-End-Fanatikern unter euch für ziemliche Langeweile sorgen, weil in den Bulkboxen sind halt garantierte Super Rares oder Billo Super Rares aus dem Hidden Arsenal oder so. Und ich weiß nicht, ob das was für die große Leinwand ist, wenn man so möchte. Großes Kino hier bei House of Cards. Okay, dann schauen wir mal. Ich würde sagen, also die eine Box steht hier neben mir, rechts schon offen, damit ich gerade reingreifen kann. Die andere ist die hier. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Gucken wir mal, ob wir hier qualitativ hochwertigen Content haben. Und ja, sieht gut aus. Mal abgesehen von der Tatsache, dass die Magnete hier irgendwie nicht wollen. Hauen wir die halt nochmal rein, fangen hier an. Wir haben hier einen 1000-Drachen aus Metal Raider. Ja, einem saucoolen Set, das relativ ikonische Karten hervorgebracht hat. Und wie ich gerade sehe, muss ich unbedingt mal wieder die Karten reinigen. Ich habe nämlich das Problem, dass die Hüllen, also nicht die Plastik-Cases hier, nicht die Magnethalter, sondern die schwarzen Hüllen, die ich hier drin habe, die verdrecken irgendwie, und zwar mit so komisch kleinen Partikelchen. Seht ihr das? Das hier? Das ist an der Hülle dran, und das muss ich mal wegmachen. Das ist mir bei einigen Karten entfallen. Normalerweise, bevor ich es reinpacke, kontrolliere ich immer jede Karte, ob sie auch schön sauber ist. Weil ihr wisst ja, ich lebe in einem recht staubbelasteten Haushalt, aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein sehr altes Haus handelt und ich natürlich noch eine Katze habe, die gefühlt 365 Tage im Jahr die Mauser hat. Ich komme also mit Saugen gar nicht hinterher, und da werde ich das Ding mal rauspopeln müssen aus der Hülle und dann hier mal wieder ein bisschen sauber machen. Mich persönlich stört sowas immer, weil meine Karten sind natürlich auch irgendwo mein Heiligtum, ne? Kann man ja auch verstehen als Sammler, und da will man eigentlich immer alles schön sauber haben. Ja, 1000 Drache aus Metal Raiders habe ich hauptsächlich Erstauflagen von. Es ist sogar richtig schwierig, eine Second herzubekommen, ist fast wie bei Atagarasu. Dann, was haben wir noch? Chaos Imperator Drache, ja, Gesandter des Endes, Ultimate Das ballert sahnig, das ist sozusagen der heilige Gral der Karte an sich, sag ich mal. Also diese Edition, sie als Erstauflage aus dem Duelist-Pack zu haben. Viele geben sich auch schon mit dem Reprint zufrieden. Der ist natürlich keine Erstauflage und unterscheidet sich natürlich durch ein größeres Bild und vor allen Dingen durch einen gestanzten Rand. Nichtsdestotrotz bekomme ich jetzt bald meine erste Unlimitierte aus dem Reprint-Set und nochmal eine in First. Sehr cool. Was ein bisschen den Schmerz lindert, den ich darüber habe, dass ich einen von diesen hier in First als Exzellent aus meiner Privatsammlung abgegeben habe. Aber was soll man tun? Ich musste mal ein bisschen Platz schaffen in meiner privaten Sammlung. Die soll nämlich immer recht klein bleiben, damit die große Hauptsammlung, die halt für die Ausstellung gedacht ist, weiter wachsen kann. Das ist sehr cool. Und Gott sei Dank sauber. Gut, schauen wir mal weiter. Was haben wir als nächstes? Oh, Tsukuyomi. Ja, auch eine relativ teuer gewordene Astral Pack Ultimate Rare. War früher natürlich, als sie rauskam, relativ teuer. Da war sie auch so im 40-50 Euro Bereich. Ist dann aber irgendwann in Vergessenheit natürlich geraten, klar.
Ich glaube, zum Zeitpunkt von Astral Pack 1 gab es auch noch ganz normale Booster-Ultis. Da war Ultimate Rare halt eine ganz normale Rarität und hatte noch nicht so den Nimbus des Besonderen, wie es halt jetzt hat. Ist dann aber im Preis natürlich wieder gestiegen. Wo sie aktuell ist, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber ich glaube, so bei 60, 70, vielleicht 80 Euro dürfte sie auf jeden Fall liegen. Ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Kann mich aber auch täuschen. Also zu Koyomi an der Stelle. Ich glaube, da habe ich auch 6 oder 7 Stück in Ultimate Rare von. Dann, oh mein Herz. Ach ja, Bronn, verrückter König der finsteren Welt. Wohl die bekannteste Dark World Card überhaupt, weil das tatsächlich ein Antagonist aus Yu-Gi-Oh! GX war. Jaden war ja dann im späteren Verlauf der Serie in dieser Parallelwelt, in diesem finsteren Universum. Und da trat er gegen zwei finstere Weltmonster an. Zum einen gegen Scar hat er am Anfang gespielt. Scar hat sich ziemlich dämlich angestellt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und einmal gegen Bronn am Ende, den verrückten König, der unbedingt diese Superpolymerisation wollte. Das war so sahnig vom ganzen, von der ganzen Serie her. Ich fand den Anime richtig, richtig toll. Scar, stellt euch mal Scar, den gibt es ja nur als Kamen, aber stellt euch den mal als Ultimate Rare vor. Dieses Rot, dieses Purpurrot mit diesem Ultimate, boah, das wäre doch sahnig, oder? Naja, auf jeden Fall, Bronn war tatsächlich eine Weile lang eine 50-Cent-Karte. Jetzt ist er doch bei ein paar Euro. Jetzt nicht die Welt wert, ich glaube vielleicht 5 oder 7 Euro oder was der geht in First, aber dennoch ist gestiegen. Da waren auch 2 Stück bei der Spendensammlung von Ike mit dabei. Ja, danke nochmal an der Stelle. Ist schon ewig her, das Video verlinke ich euch vielleicht in der Endcard, wenn ich dran denke. Was haben wir noch? Das dunkle Magiermädchen, die Drachenritterin, Collectors Rare aus den Collectors Pack 1, glaube ich, war das. Wenn mich nicht alles täuscht. Natürlich aufgrund der Lichtverhältnisse, ne, weil wir haben hier relativ weiches, farbloses Licht. In den Softboxen sieht man den Effekt kaum. Das ist jetzt auch die Rarität, die bei uns in Toon Chaos rauskommt. Ich bin so froh, dass Konami uns endlich diese Rarität ermöglicht. Ja, Leute, ich hätte ja in Millionen Jahren nicht gedacht, dass Konami mal so geil sein könnte, den Move zu bringen und diese Rarität bei uns rauszubringen. Ich muss sagen, Konami gibt sich in letzter Zeit einfach unglaublich Mühe. Die Qualität der Karten wird besser. Wir kriegen immer mehr und besser aufgebaute Produkte. Ich sag nur Megaten 2019, ich sag nur die angekündigte Megaten 2020. Dann das Reprint-Set für die Legendary Duelist-Sets, das so gut aufgebaut ist, dass es nicht mal irgendwie eine Wertminderung für die Originale darstellt. Ja, dann das Toon Chaos Set mit der neuen Rarität, es ist wirklich Bombe. Ich hoffe, dass diese Rarität uns irgendwie in Nebensets regelmäßiger dann über den Weg laufen wird. Sehr cool an der Stelle. Dann haben wir nochmal einen Bronn, okay, diesmal Unlimited. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Fushio Richie, der kam ja ursprünglich in Pharaonic Guardian raus. So, das ist quasi für mich der Inbegriff von Oldschool. Ja, richtig rabiat gezeichnet, richtig simpel und böse und strange im Design. Sehr, sehr cool. Einige werden jetzt jammern und sagen, das ist gar keine Echtauflage. Kann es ja auch nicht, weil die hier kommt aus Dark Beginning 2 und ist dementsprechend aus einem Reprint-Set. Klar, Pharaonic Guardian kam auch nie auf Deutsch raus. Das bedeutet, die Karte gibt es, wenn dann als Erstauflage oder im Allgemeinen aus PGD nur in Englisch. Aber sehr, sehr cool. Freut mich, dass die Karte mit am Start ist und ich musste damals so viele aussortieren, die nicht nehmen waren. Oh, hat mir das wehgetan. Die Karte in Nehmen zu kriegen, ist manchmal echt die Krätze, ne? Also muss man schon sagen. So, dann haben wir ein Deckverwüstungsvirus, First Edition aus Flaming Eternity. Nehmen, ich glaube, von wem war der? Das war ich habe nämlich nicht von vielen diese Karten bekommen. Ich habe einmal eine riesen Ladung von denen gekriegt. Da habe ich leider kein Video zu machen können, beziehungsweise ich habe es gemacht, habe jetzt dann die SD-Karte leider Gottes geschossen gehabt. Mein Gott, hat mich das geärgert, aber da waren die Karten dann schon verräumt. Ich hatte keinen Bock, das Ganze nochmal aufzunehmen. Und dann hatte ich noch, glaube ich, 2 Stück von Michael bekommen. War das eine von Michael? Ich bin mir nicht sicher. Ach, das mit der Zuordnung ist im Nachgang immer so ein bisschen schwierig, ne? Trotzdem, sehr, sehr schöne Karte natürlich, der Deckverwüstungsvirus jetzt in Zeiten von Corona, ne?
erfreuen sich ja Viren allgemeiner Beliebtheit. Sehr schöne Karte auf jeden Fall an der Stelle. Legen wir uns auch mal zur Seite. Ist auch schön abwechslungsreich hier, die Box. Ich war schon irgendwie ein bisschen ängstlich und wusste jetzt nicht, hoffentlich ist das nicht so eine gut sortierte Box, weil die gut sortierten Boxen, da sind die Karten alle beieinander. Und na, fehlt halt irgendwie ein bisschen die Abwechslung, dann dauert das Video 10 Minuten und Ende ist, ne? Okay, haben wir nochmal Chaos Imperator Drachen in First, wo wir gerade von Abwechslung sprachen. Hoppla, was ist damit passiert? Ja, so muss das aussehen. Da haben wir jetzt die Galaxie Augen Sonne Eruptionsdrachen aus Soul Fusion. Eine schöne Ultra Rare. Klar, nichts wert. Man hat auch in den Megatinsen Prismatic Secret Rare Reprint bekommen. Aber an und für sich ein absolutes Must-Have für jeden Galaxie-Augen-Fan und vor allen Dingen für den Galaxie-Augen-Sammler. Ne? Gibt ja auch Leute, die das ganze Arcteig. Leute, manchmal frage ich mich, ich brauche echt einen Logopäden. Ne? Also die Versprecher, die ich hier mal habe, Alter, wenn ich die alle rausschneiden würde, ich käme nicht mehr hinterher. Also auf jeden Fall einen Muss für jeden, der das Arcteig sammelt. Sehr, sehr cool. Galaxierung Sonneneruptionsdrache, der ist auch erstaunlich bunt, ne? Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Hätte ich mir auch ein Ultimate sehr gut vorstellen können. Alles in allem aber eine sehr wertlose Ultra aus einem modernen Set. Nicht spielstark, nicht short, gar nichts. Also ich denke mal, die Karte wird so in naher Zukunft auf jeden Fall nichts wert sein. Dann haben wir Silver, Kriegsfürst der finsteren Welt in Ultimate Rare aus Elemental Energy. Gar nicht mal First Edition, tatsächlich unlimitiert. Trotzdem sehr, sehr cool. Können wir uns auch mal beiseite legen. Dann haben wir ein Dark Magician Girl, MFC First, ja, geht auch ein paar hundert mittlerweile, ich glaube, war kurze Zeit sogar mal ein Taui wert, aber das war wirklich, da war wahrscheinlich alles leer gekauft und die teuersten Angebote waren noch über, aber ein paar hundert, so 5, 6, vielleicht 700 Euro kann man dafür tatsächlich mittlerweile verlangen. Ist sozusagen die seltenste Karte, die man aus einer normalen Main Booster Set Erweiterung ziehen kann. Okay. Vielleicht läuft der Dark Paladin aus MFC ihr den Rang ab. Der ist ein bisschen teurer, glaube ich. Aber ansonsten ist das wirklich Numero Uno, wenn man so möchte. Sehr cool. Dark Magician Girl, ein absoluter Klassiker. Klar, auch in ihrem besten Artwork, muss ich sagen. Gut, dann haben wir einen Gold Rufus der finsteren Welt mit einem bösen oder mit einer bösen Schramme im Magnethalter. auch aus Elemental Energy. Ja, was habe ich Elemental Energy oder auch Shadows of Infinity damals gesuchtet wegen den Teilen? In Shadows of Infinity war, glaube ich, der Rainbow drin, ne? Der Oberherr. Den wollte ich immer ziehen, der sah so fett aus. Boah. Und ich glaube, nach gefühlt 50 oder 60 Einzelboostern, die ich mir damals heimlich beim Müllermarkt gekauft habe, gegen den Willen meiner Eltern, habe ich ihn dann gezogen. Um Gottes Willen war ich happy, Alter. Boah. Unglaublich. Okay. Okay, der mechanische Jäger, der Reprint aus dem Tournament Pack 3 in Super Rare. Der Originale war ja die Ultra aus dem Tournament Pack 1. Also ich bin mal über den aktuellen Wert gar nicht sicher. Aber der ging zu den Zeiten, als ich ihn gekauft habe, ca. 50 Euro das Stück. Da habe ich mir, glaube ich, 7 auf einen Sitz ran geholt. Habe hier und da noch ein paar rumliegen. Ja, schöne Sache auf jeden Fall. Kann man mal mitnehmen, wenn man ihn mal sieht. War damals eine sehr beliebte Karte, war unglaublich stark. Ich glaube, die Karte, die am nächsten an die Zwillinge rankam, ne? An die Elfenzwillinge. Sehr cool. Elfenzwillinge aus LON waren damals noch stärker. Die haben, glaube ich, 1900 ATK gehabt. Ja gut, hier haben wir jetzt nochmal ein Ende von Anubis in Secret Rare, First Edition aus Ancient Sanctuary. Kaum möglich, dass man diese Karte nicht in First bekommt. Und hier seht ihr schon so ein paar Alterungserscheinungen von diesen Toploadern, ne, durch das Lagern und durch dieses immer aufeinanderreiben entstehen dann irgendwann mal richtig böse Kratzer, also nicht so feine Haarkratzer, aber es dauert wirklich eine Weile, bis ihr die bekommen, also ihr habt lange wirklich einen schönen Anblick. Ich bin auf der Suche nach Möglichkeiten, diese Kratzer rauszupolieren, weil ich will mir natürlich nicht jeden Toploader ersetzen müssen, bei dem das so ist, weil das sind mittlerweile auch schon 300-400 Stück, bei denen ich solche Kratzer drauf habe. Die meisten Gott sei Dank auf der Rückseite, aber halt auch ein paar vorne drauf. Und wie halt auch hier beim Wu-Fürst, ne? Braucht man nicht unbedingt, will man nicht unbedingt haben. Dementsprechend bin ich auf der Suche, ne? Ist ja klar, hoppla. So, dann haben wir hier nochmal einen 1000 Drachen, okay. Auch schön, auch schön. Dann haben wir hier eine Harpienkönigin, sehr cool. Unlimitiert aus Force of the Breaker. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das die ist, die wir selber in dem Opening gezogen haben oder nicht. Jedenfalls bekomme ich recht bald noch 3 Stück in First mit dazu.
wird auch eine mega schöne Sache. Ultra cool, natürlich zensiert, ne? Diese ganzen grünen Parts am Body sind normalerweise Hautfarben. Trotzdem sehr, sehr cool. In Ultimate Rare wirklich ein absoluter Hingucker. Und unlimitiert wie First tatsächlich einiges wert. Also gar nicht mal zu unterschätzen. Ja, wenn der da oben mal gerade liegen bleiben würde, aber irgendwie will der Magnet nicht, ne? Ja, war ja klar. So, machen wir es doch mal so. Tada. Gut. Na, schauen wir weiter. Was haben wir noch? Der Meister von Oz. Aus Soul of the Duelist. Ja, wohl eine der ikonischsten Fusionsmonster ever. Ich persönlich muss sagen, die Karte ist natürlich relativ häufig auf Zauber- und Fallenkarten vertreten. Aber ich muss sagen, aufgrund dieser einmaligen Optik, auch mit diesem grünen Körper, der einen immensen Kontrast zum Background und natürlich auch zum Kartenlayout darstellt, ist das einfach eine Karte, die wahnsinnig im Kopf bleibt. Und ich glaube, die geht sogar den einen oder anderen Euro. So 35, glaube ich, oder 40 oder irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall nicht die wertloseste Ultimate Rare aus den damaligen Sets. Und damals war es so, dass sie alles in Ultimate Rare geprintet haben, was nicht bis drei auf dem Baum war, also in diesen Sets. Weil man muss bedenken, Ultimate Rare war zu dieser Zeit eine Ersatzrarität für Secret Rare, was sie ja aus dem Sortiment genommen hatten. Und da war wirklich, glaube ich, jede Rare, jede Super, jede Ultra war auch eine Ultimate Rare. Und da kommt natürlich einiges zusammen. Also die Liste an Ultimate Rares in einem Set war teilweise länger als die Liste an Rares oder so. Das ist schon krass gewesen. So, dann haben wir eine Hela, Generator Boss des Untergangs. Ein unglaublich ikonisches Artwork aus Mystic Fighters. Ist natürlich eine Billo Super aus einem der aktuellen Hauptsets nicht, aber Nebensets, aus einem dieser Honey Holo Sets. Ich muss sagen, die Generator Bosses gefallen mir eigentlich fast alle super. Bis auf, ich glaube, ein oder zwei Ausnahmen. Sind auch fast alle bezahlbar. Ich glaube, die teuerste kostet 15 Euro. Und das hier ist tatsächlich mein Lieblings-Generator-Boss. Einfach weil dieses Artwork so dermaßen evil ist. Das ist unglaublich. Schaut das mal an, ich hol es mal näher her. Brutal, oder? Sag mir mal, dass das Artwork nicht mega designt wurde. Also das ist wirklich cool. Und hier sieht man halt auch wieder, dass sich Konami tatsächlich in eine Richtung entwickelt, die mir sehr, sehr gut gefällt. Also Hela ist schon ein Sahnestück, ne? Was das Artwork angeht. Ihr seht, es muss nicht immer teuer sein. Okay, schauen wir mal weiter. Okay, dann haben wir hier sehr, sehr cool einen mystischen Raumtaifun. First Edition aus Spell Ruler. Ja, kann man auch mal mitnehmen. Legen wir mal zur Seite. Haben wir keinen Platz mehr oder kaum noch Platz. Dann haben wir einen Nachäffer in Secret Rare aus dem Retro Pack. Ich glaube, den haben wir aber im letzten Video schon gesehen. Oder sagt mir jetzt nicht, dass wir alle diese Karten im letzten Video schon gesehen haben. Das wäre traurig. Auf jeden Fall Nachäffer haben wir schon, aber das muss derselbe Nachäffer sein, weil ich habe zwar einige von denen, aber ich habe erst zwei oder drei Stück in Magnethaltern aus dem Retro-Pack 1. Lustige Anekdote. Ich habe mal einen von denen gegen ein Playset von diesen hier getauscht. Ha, kommt in der nächsten Box. Und als der ankam, war er voller Popel. Der ganze Brief, der ganze Toploader war voller Popel. Oh, war das ekelhaft, ich will gar nicht dran denken. Oh, 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 Leute, schöne Gedanken. Kommen wir zur nächsten Karte. Da haben wir eine Bestie von Talwar. First Edition aus PSV. Ich glaube, First Edition geht ja auch so 30 oder 40 Euro das Stück. Ne? Also eigentlich relativ bezahlbar, ganz normal für eine alte Ultra Rare. Braucht man, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Ist mega cool. Talwar ist übrigens die Waffe, die das Monster in der Hand hält. Diese Art von Säbel nennt man Talwar. Also eigentlich müsste sie ja Bestie mit Talwar heißen und nicht von Talwar. Aber gut, ist vielleicht ein Übersetzungsfehler. Oder ich habe irgendein Detail nicht mitbekommen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Hintergrund mit diesen ja, Funken für die damalige Zeit tatsächlich sogar relativ fancy. Echt interessant eigentlich. Normalerweise waren die Hintergründe entweder wesentlich detailreicher, im Sinne von sie zeigen einen wirklichen Hintergrund, wie halt bei Ende von Anubis, oder sie waren noch schlichter. Ah, okay, nochmal eine Bestie von Talwar First. Nochmal Nachäffer. Dann haben wir hier Morpheus, der Traumspiegel Weißritter. Ja, die Traumspiegel finde ich persönlich jetzt nicht so knülle vom Design her. Es gibt ein oder zwei, die mir gefallen. Der Feind ist ganz gut, nett anzugucken, ist aber auch nichts, was mich umhaut. Und Morpheus, also der finstere Morpheus, der gefällt mir sehr gut, war glaube ich eine Ultra. Den finde ich mega schön. Das hier finde ich einfach nur Overdesign. Zum einen sind sich die Farben zu ähnlich. Sie sehen alle so wässrig aus. Und das Monster ist kaum präsent. Das ist hier so ganz klein, so halb schräg in der Mitte. Da ist mehr vom Spiegel und mehr vom Hintergrund zu sehen. Die Idee ist cool, die hinter diesem ganzen Thema steckt. Auch die Zauberkarten, der Traumspiegel des Terrors und so. Mega nice, aber
um ehrlich zu sein, einfach zu schade. Ja, also, dass sie das so scheiße umgesetzt haben auf gut Deutsch, finde ich schon etwas traurig. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, so, Julian, was redest du denn da? Ist doch voll schön. Da haben wir nochmal einen mechanischen Jäger. Okay. Dann haben wir einen, oh, Fiber Jar. Ja, sehr cool, aus LOD, First Edition. Ja, von denen habe ich auch tatsächlich hauptsächlich First Editions. Das war ja der Krug, der quasi das ganze Game resettet hat, wann immer man wollte. Ist, glaube ich, auch auf der Liste, ne, auf der Verbandenliste. Zu Recht, wie ich finde. Ich bin zwar kein Profi im Game, aber ich weiß, dass die Karte scheiße unfair war. Fiber Jar. Ich kenne sogar einen, der sammelt alle möglichen Editionen vom Fiber Jar. Nochmal eine Bestien First, okay. Ein Gilgath, ja, aus Gladiators Assault. Hier an der Stelle unlimitiert. Ich glaube, das war sogar das Stück, das ich mir bei Rising Time geholt habe. Ist einfach ein unverwechselbares Artwork. Das war noch zu einer Zeit, wo auch Vanilla-Monster noch in den Sets zu finden waren. Und tatsächlich auch mein Holo-Slot gegönnt bekamen. Den letzten wirklichen Vanilla-Holo-Slot, den man wirklich in einem Hauptset rausholen konnte, der eine schöne Rarität hatte, war meiner Meinung nach der Alexandrie-Drache. Der kam, glaube ich, in Photon Shockwave raus, war also auch noch zu einer Zeit, wo das Bildchen schön klein war. War, glaube ich, Sechselzeit, also noch nicht wirklich Oldschool, ist noch moderne Zeit, aber danach. Die nächste Holo-Vanilla, an die ich mich tatsächlich erinnern kann, das war Avram. Ne, mit diesem, ey, guck dir das mal an als Effekttext, aber das war auch nur in der Special Edition und nicht im Hauptset. Im Hauptset war es eine Common. Schade, Marmelade. Ich würde gerne mal wieder ein paar Vanillas sehen. Ja, vollkommen klar. Okay, dann haben wir ein Elemental Blade Edge in Ultimate Rare aus Elemental Energy. Unlimited an der Stelle. Ich habe so viele in First von denen gehabt. Ich weiß gar nicht, wo ich die alle hin habe. Ich glaube, die sind noch in dem Vorsortierungsordner. Legen wir die mal so rum hin, weil der spinnt gerade ein bisschen mit den Magneten. Übrigens, mir ist ein qualitativer Makel an diesen Dingern von BCW aufgefallen. Ich habe ja gesagt, dass sie eigentlich relativ baugleich sind mit denen von Ultra Pro. Aber ich muss da eine Sache revidieren. Die Magnete von den BCW-Teilen, die sind nicht genormt. Das heißt, ihr könnt die kaum aufeinander stapeln. Mal passen sie zusammen, mal halten sie, mal stoßen sie sich ab. Also wenn ihr einen Haufen aus BCW-Magnet halt dann macht, habt ihr am Ende so einen richtigen schiefen Turm von Pisa. Das passiert euch bei den Ultra Pros nicht. Da kommt es vielleicht einmal vor, ganz selten. Aber in der Regel passen die gut zusammen. Deswegen bevorzuge ich mittlerweile tatsächlich die Ultra Pros. Das heißt aber nicht, dass ich die BCWs nicht mehr kaufe. Also wenn die Ultra Pros ausverkauft sind, kaufe ich mir trotzdem BCWs. Okay, nochmal ein Elemental Blade Edge in Ultimate Rare. Dann eine Verkörperung von Apophis aus dem Retro-Pack. Ich glaube, die habe ich mal geschenkt bekommen, wenn mich nicht alles täuscht, weil ich habe die in einem Magnethalter geschenkt bekommen. Und da ich ansonsten meine ganzen Verkörperungen von Apophis nicht in Magnethaltern habe aktuell, muss es die hier sein. Kam, glaube ich, von Johannes damals. Vielen Dank an der Stelle übrigens. Sehr, sehr cool. Sehr schön gewesen. Ja. Er wollte damals bewusst kein Video haben. Ich weiß noch, es war so ein kleines Paket. Ey, das wäre so sahnig geworden. Aber er wollte kein Video dazu haben, deswegen haben wir es nicht gemacht. Dann haben wir eine Metal Raider Spielkraft, auch unlimitiert. Ja. Heute haben wir wohl offensichtlich ganz, ganz viele unlimitierte Karten. Und einen Earthbound Immortal Charayua, auch unlimitiert, aus Stardust Overdrive. Und sind damit mit der ersten Box durch. Ich würde sagen, ich räume den Käse hier mal kurz beiseite und dann sehen wir uns zur zweiten Box. Ursprünglich wollte ich die Box hier rechts neben mir hernehmen, aber da ist mir aufgefallen, okay, das sind so viele gleiche Karten, die ist noch so gut vorsortiert, dass wir hier vier verschiedene Karten haben und das war es dann auf gut Deutsch. Ne? Das wollen wir natürlich nicht, deswegen habe ich mir nochmal eine Box rangeholt, von der ich ausging, dass sich hier tatsächlich viele verschiedene Karten darin befinden. Schauen wir mal, ob ich recht behalten habe. Wir fangen an mit einem Horus der Schwarzflammendrache Level 6. Sehr, sehr schön. Hier Unlimited. Die Unlimited Editions sind ein bisschen heller. Die First sind relativ dunkel im Verhältnis zu den Unlimiteds aus Soul of the Duelist. Das war bei dem Print damals so. Sehr, sehr schön. Ich finde die Idee dahinter auch cool und auch die Umsetzung der Artworks. Der Background gefällt mir sehr gut. Wir haben hier diese Schnecke, die sich hier, oder dieser Kreis mit diesen Hieroglyphen drin. In der Mitte das Millennium Eis. Und dann diesen ägyptischen Vogel quasi aus Stahl mit der roten Feueraura außenrum. Mega cool. Okay, da haben wir gleich den nächsten. Hier sogar als Erstauflage. Da kann man sogar den Unterschied gut erkennen. Zwischen First und Unlimited.
War eine sehr schöne Sache, muss ich sagen. Ist auch relativ hochpreisig in First. So ab 40 Euro kriegt man den, glaube ich. Dann, ja, Exodia. Zwei Exodia, The Forbidden Ones. Als Prismatic Secret aus Dark Dual Stories, also aus DDS. War, glaube ich, die häufigste von den dreien und auch die aktuell noch preiswerteste. Ich habe damals für meine ganzen Exemplare 80 Euro bezahlt, also nicht insgesamt, sondern pro Stück. Ich glaube, sonderlich viel gestiegen ist die aktuell nicht. Ich würde jetzt einfach mal auf 100, 120 Euro das Stück schätzen. Ist also noch recht bezahlbar. Wenn ihr DDS-Fans seid und euch vielleicht nur noch die hier fehlt, lasst sie nicht außer Acht. Oder wenn ihr vorhabt, das DDS-Set zuerst zu komplettieren, kauft euch zuerst die Exodia, noch ist sie bezahlbar. Wie lange das noch der Fall sein wird, steht in den Sternen. Ja. Also wenn, dann würde ich jetzt zuschlagen. Billiger wird sie vermutlich nicht werden. Selbst wenn ein Reprint kommen würde, in derselben Rarität. Okay, nochmal ein Horus. da haben wir schon mal drei. Alle guten Dinge sind drei, habe ich gehört. Okay, dann haben wir hier einen Cyberdrache-Nächster. Cyberdrache-Nächster aus Dual Power. An der Stelle Rising Time listet übrigens wieder Dual Power nach. Hat wohl noch ein Päckchen bekommen, noch ein paar. Es sind immer noch sehr, sehr schöne Karten drin, die es sich lohnen. Ja. Allem voran natürlich, Unendliche Unbeständigkeit. Ne? Die immer noch ein 20er geht aus dem Set. Sehr cool auf jeden Fall. Zuschlagen heißt. Der hier ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Cyberdrache Nächster ist jetzt vielleicht nicht der optisch typische Vertreter eines Cyberdrachen. Also so auf den ersten Blick würde man ihn jetzt nicht als Cyberdrachen erkennen, außer vielleicht an seinem Kopf. Aber ansonsten sehr, sehr cool. Ne? Zuschlagen. Damals ging er so 7 Euro. Wie viel er jetzt geht, ich kann es euch nicht sagen. Aber ich glaube, er ist schon noch ein bisschen teuer. Ne? Für so eine Random Ultra aus einem Only Holo Set, das nur aus Ultras besteht. Ich glaube, Short war der aber gar nicht. Also ich persönlich habe ihn zweimal gezogen aus 5 Boxen. Also ging eigentlich. Ja, mega nice an der Stelle. Legen wir uns mal beiseite und holen uns die nächsten beiden raus. Ja, da haben wir gleich nochmal einen Cyberdrachen nächster. Brauchen wir natürlich nicht mehr kommentieren. Dann haben wir einen finsteren bewaffneten Drachen aus Phantom Darkness, ein Secret Rare. Sehr schönes Stück. An der Stelle unlimitiert, aber ich weiß, dass ich die ganzen Firsts, die ich besitze, auch schon im Magnet halten habe. Das heißt möglicherweise, mit viel Glück, begegnet uns hier noch eine Erstauflage. Na, wir bleiben gespannt, wir bleiben dran. sehr coole Karte auf jeden Fall. Legen wir uns auch mal da sehr dekorativ ans Eck. Und machen wir weiter. Oh, Dame Augenmagician. Das ist aus Breakers of Shadows, dem ersten Set, wo es garantierte Holos gab. Also quasi eine Random Ultra, eine Random Super. Nichts Besonderes. Ich persönlich mag das Artwork nicht unbedingt. Ich finde es zwar cool bei seinem Stab hier vorne, dieses ägyptische, aber ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das Artwork von Dame Augenmagician jetzt nicht unbedingt gut. Genauso wenig wie Yosenjuel oder Yosenjuel aus The Secret Forces. Das ist für mich halt so eine Random Karte. Ich weiß nicht, ich will jetzt hier auch gar nicht ins Bild legen. Das sind jetzt so zwei Artworks, die ich jetzt nicht so prickelnd finde. Also ich finde sie auch nicht pottenhässlich, aber es gibt halt Schöneres. Ja, einen Cyberdrachen Ultimate Rare aus Cybernetic Revelation. Die Cyberdrachen Reprints erkennt man übrigens daran, dass das ganze Bild wesentlich schärfer gestanzt ist. Die First Editions der Karte sind tatsächlich noch ein bisschen schlechter von der Prägung her. Mhm. Auch ein Aspekt, den man erkennt, also wenn man jetzt hier kein First Edition stehen hätte, ne, klar, hier steht entweder First Edition oder nicht, aber auch ein Erkennungsmerkmal ist eben die Stanzung und die war eben bei den Firsts nicht ganz so gut. Schweineteuer, in First kostet die Karte, ich glaube, mittlerweile fast 200 Euro. Da kriege ich jetzt auch demnächst wieder ein Playset rein in First, sehr cool, aber auch unlimitiert geht die ein paar Euro. Auch mittlerer zweistelliger Bereich, glaube ich. Dann haben wir Victoria aus Stardust Overdrive. Eine vergessene und doch sehr, sehr schöne Secret Rare. Das hier ist tatsächlich auch das Exemplar, das ich mir bei Rising Time gegönnt habe. Das weiß ich daher, weil ich die nämlich direkt in den Magnethalter gepackt habe. Alle anderen Victorias, die ich habe, sind noch nicht sortiert. Das bedeutet, die liegen noch in meinen Tinboxen. Sind aber schon vorgesleeved, das weiß ich. Die müssen bloß noch sortiert werden. Dann, was haben wir noch? Raviel, Herr der Phantome aus Shadows of Infinity, Unlimited. Sehr cool an der Stelle. Mittlerweile ja auch schweineteuer in First. Dann haben wir hier ein Unlimited Frost and Flame Dragon aus Tactical Evolution. Aus dem letzten GX-Set sozusagen. Von den Heiligen Ungeheuern Ultimate Rare erwarten mich in den nächsten Monaten übrigens auch noch ein paar. Ja.
Aber hier ist sehr, sehr schön, ne? Mega cool. Das ist halt was, das sieht man echt gerne. Ist aber auch so eine Karte, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich glaube, in First wird sie so ein 20er. Unlimited, ich glaube so 12 oder sowas. Trotzdem eine sehr schöne Karte, darf eigentlich in keiner Retro-Collection fehlen. Dann haben wir hier natürlich einen Uria in Ultimate Rare. Da habe ich auch letztens einen in First aus meiner Privatsammlung abgegeben. Der war leider Gottes nur noch gut. Der war oben ein bisschen beschädigt. Absolut top ansonsten, aber der war oben halt wirklich... oder war er Excellent? Ich glaube, Excellent war er, ne? Aber für meine Verhältnisse oben halt zu beschädigt. Die hier ist jetzt natürlich Perfect Mint, so, ne? Und ein bisschen miscutted. Zur Frage vielleicht, wie viel besitze ich von der mittlerweile? Unlimited sind es gar nicht so viele, ich glaube 3 oder 4. Firsts habe ich auch so 5 oder 6 Stück. Mehr sind es nicht. Da waren wir damals, als wir noch zu zweit waren, mit dem anderen Julian relativ stark hinter, dass wir die ganzen Urias und die ganzen Harmons und so bekommen. Hier haben wir jetzt einen Saruya in Ultimate Rare, haben wir aber schon mal in der Sendung gehabt, deswegen überspringe ich den jetzt einfach mal. Das war tatsächlich einer der letzten. Hier ist sehr cool, ein Black Luster Soldier. PSA 10, weiß ich daher, weil wir den aus einer PSA 10 rausgecrackt haben, weil ich mag ja kein PSA, wie ihr ja wisst. Und dementsprechend, oder war es eine PSA 9, irgendwie sowas, PSA 9, 10, aber ich glaube, es war eine 10er. Und haben den halt hier reingebastelt. In First Edition, natürlich mega cool, wie aus dem Ei gepellt, wie frisch aus dem Booster, also absolut genial. Ne? Auch sauteuer in dem Zustand natürlich als Erstauflage. Ne? Nichts für den schmalen Geldbeutel. Kommt jetzt dann auch bald als Toon-Version raus in Toon Chaos, wo wir das Set vorhin schon hatten. Dann aus dem Celebration-Umschlag 2019 etwas unspektakulärer in Prismatic Secret Millennium Rare den Red-Eyes B-Dragon. Hätten sie sich vielleicht ein bisschen was Originelleres einfallen lassen können. Vielleicht einfach nochmal 20th Anniversary Secret Rare nehmen können, aber wollten sie wohl nicht. Ich glaube nicht besonders teuer, ich glaube zusammen gehen die vielleicht 100 Euro oder so, also die Wiedergeburten eher. Dann haben wir Dark Paladin aus meinem Lieblingsset, nämlich DMG. Der war eine Promo. Ich hatte heute ein Gespräch, da meinte einer, der ging irgendwie 80 Euro mittlerweile oder so, so hoch sei er gestiegen. Also weiß ich nicht, damals war der Stand so 40 Euro in etwa, aber auch nur wenn er original verpackt war. Wenn er nicht mehr original verpackt war, ging er so um die 30, 35 Euro. Ich finde den halt erstens vom Artwork her, ist das mein Lieblingsartwork, beziehungsweise im Allgemeinen das Lieblingsartwork der Leute ist fast wie beim Dark Magician Girl, das ist auch das, wo halt bis zur Hüfte geht oder halt bis unter die Brust, das Lieblingsartwork. Und natürlich auch die Rarität Secret Rare passt sehr gut dazu, zu dem Giftgrün. Und so, finde ich, sollten eigentlich viel, viel, viel mehr die Monster designt werden wieder. So einfach bis zur Hüfte oder so und nicht weiter. Und schön präsent vorne dran. Vielleicht mit einem sehr markanten Hintergrund, mit so einem Kreis oder so. Wäre halt cool. Aber wenn man sich die heutigen Kriegermonster oder zumindest Monster, die aussehen wie Kriegermonster, ist mal ganz unabhängig vom Typ, den sie wirklich haben, wie zum Beispiel, Trickstars oder so anschaut, die sehen halt alle gleich aus. Also bis auf Trickstar Holly kann man mir jede Trickstar vorsetzen, die sehen für mich alle gleich aus. Ne? Muss ich ganz einfach so sagen. Hoppla, da will er nicht. So, weiter geht's. Dann haben wir hier Monster ablösen. Da habe ich auch mal eine vom lieben Sebastian geschenkt bekommen, das weiß ich noch. Oh, sogar zweimal. Aber ich glaube, auch die hatten wir irgendwie im letzten Video schon mal drin. Das Problem ist halt, dass sich das immer ein bisschen vermischt, weil ich meine Karten natürlich immer ein bisschen durchgucke und das bleibt halt nie gleich. Deswegen passiert es halt manchmal, dass da Doppelungen vorkommen. Dann haben wir hier nochmal zwei Fiber Jars, haben wir ja vorhin schon gesehen. Auch beide First. Dann haben wir hier einen Kaibermann aus dem Retro-Pack. Ich glaube, der ist mit 70 Euro tatsächlich noch sehr gut bezahlbar, wenn er noch bei 70 ist, heißt es. Hier einen Cyber-Zwillingsdrachen aus Cybernetic Revelation in First und Ultimate Rare. Auch hiervon bekomme ich tatsächlich 3 Stück in Ultimate Rare, First demnächst. Hier haben wir jetzt die Wiedergeburt aus dem Celebration-Umschlag. Natürlich ist unsere Monster Reincarnation wesentlich schöner, ne? Vor allen Dingen in Ultimate Rare gefällt mir das Original-Artwork sehr gut. Ist auch die schönere von beiden, also die finde ich persönlich in dieser Rarität schöner als jetzt den Red-Eye Speed-Dragon. Wie bereits gesagt, ich finde die Kartenwahl okay, aber die Rarität, in der sie die Karten in den Umschlag gepackt haben, finde ich persönlich, naja, jetzt nicht so Bombe,
dass ich hier irgendwelche halben Orgasmen vortäuschen könnte, sage ich mal. Ne? So, dann haben wir einen Ring der Zerstörung in Ultimate Rare. Tut mir leid, wenn ich jetzt am Ende ein bisschen gehetzt wirke, aber ich habe nur noch 5 Minuten. Ich muss das Ding durchziehen. Ich habe keine Lust, die Kamera zwischendrin nochmal zu laden. Sehr cool auf jeden Fall, Ring der Zerstörung aus dem Duelist Pack. Habe ich auch einige davon in First. Ist, glaube ich, sogar ein bisschen bezahlbarer, die Karte. Also da gibt es wesentlich teure Karten. Allen voran natürlich der Chaos Imperator 3. Ich glaube, das ist mit eine der teuersten. Sehr cool. Dann haben wir einen Cyber Enddrachen. Cybernetic Revelation, auch hier haben wir diese ganzen Partikelchen, seht ihr das? So. Seht ihr diese Staubpartikelchen drin, hier? Das finde ich halt richtig ranzig, ne? Ich mag das gar nicht, überhaupt nicht. Und bei aller Liebe muss ich mal wieder ein bisschen sauber machen, die Dinger. Irgendwie setzt sich der Dreck dann halt doch rein. Okay, nochmal zwei Fiber Jars. Bitte lass es nicht alles Fiber Jar sein, oder? Doch, Fiber Jars, ne? Natürlich. Oh, die zwei sind sogar nicht First. Aber die meisten, ich habe es auf jeden Fall First. Und zu guter Letzt haben wir wieder Fiber Jars, oder? Ja, natürlich. Und da mal wieder einen First. Hier ist nochmal eine unlimitierte. Also ihr seht, Fiber Jars habe ich zum Saufüttern. Ne, also Fiber Jars. Fiber Jars. Woo! Ja, meine Freunde, jetzt habe ich euch ja relativ lange durch meine Collection geführt und sind einige Karten auf jeden Fall doppelt begegnet. Zum Beispiel natürlich der Chaos Imperator Drache, den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Auch die meisten Retro Pack Secrets haben wir hier auch schon gesehen. Was wir auch definitiv gesehen haben, war Saruya hier unten. Ich glaube, der Rest war aber relativ neu, wenn mich nicht alles täuscht. Kann mich natürlich auch täuschen, klar. Bin ja auch nur ein Mensch. Aber ich hoffe, euch hat der kleine Einblick mal wieder ein bisschen gefallen. Ich freue mich schon aufs Editing, weil diese Folgen hier sind immer relativ schlicht in der Post-Production, wenn man so will. Keine Beauty-Shots, die ich einfügen muss. Einfach mal was ganz Einfaches, wo ich mich zurücklehnen kann und entspannen kann. Und ja, wir sehen uns zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Neuzugänge. Mann, Julian. Zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.